Willkommen zu diesem weiteren Gratis-Tutorial für Leute, die Meisterschaft in der Massagetherapie weiter entfalten wollen. Es geht um eine faszinierende Thai-Massagetechnik, integriert in die klassische medizinische Heilmassage. Vor mehr als 30 Jahren hatte ich erstmalig diese Technik genossen. Meine Begeisterung bewegte mich dazu, sofort einen Flug nach Thailand zu buchen, um Thai-Yoga-Massage zu lernen. Man nennt diese Technik manchmal Spanish Inquisition, da sie europäische Handelsreisende in der frühen Neuzeit an Foltermethoden erinnert hatte. Keine Angst, niemand wird gefoltert. Es ist eine sehr intensive Technik, besser gesagt eine technische Sequenz, die sehr gut für Sportlerinnen und Sportler geeignet ist und oft zu einem regelrechten Energieschub führt. Lasst euch überraschen, jetzt geht's los. Ich zeige das Tutorial auf der Liege. Wir beginnen mit einer kurzen Dehnung in Beugung. Dann führen wir das angewinkelte Bein vor das gestreckte Bein und bringen dann den Muskel piriformis in Vordehnung. Gleichzeitig akupressieren wir mit den Handballen den Tractus iliotibialis. Die Kraft wird aus dem Körperschwerpunkt freigesetzt. Dann gehen wir in den Stand und fixieren mit unserem eigenen Körper diese Position. Wir dehnen über diesen Hebel intensiv die Wadenmuskulatur und leicht die Beugemuskulatur des Oberschenkels. Nach der Dehnung wird mit den Ellenbogen die Fußsohle akupressiert. Danach gehen wir in die Hockposition mit aufgestelltem Bein. Im nächsten Manöver akupressieren wir mit unseren Handballen beidseitig alternierend die Beugeseiten der Arme. Wichtig: Achtet darauf, dass ihr nicht direkt auf den Ellenbogen drückt. Gleitet dort nur rüber. Bewegt euch dabei fließend und geschmeidig. Eure Schultern sind locker und eure Kraft wird aus dem Körperschwerpunkt freigesetzt. Wandert dabei bis über die Handflächen. Dann wird die Fixierung gelöst und das Hüftgelenk nach außen rotiert. Nach der Außenrotation wird das Bein wieder in Beugung gebracht. Final streicht ihr dann das gestreckte Bein fließend aus. Wiederum wird die Kraft dabei aus dem Körperschwerpunkt heraus freigesetzt. Damit ist das kleine Tutorial beendet. Das ist das dritte Tutorial zum Thema Massage der Meisterklasse. Die beiden ersten Tutorials empfehle ich freilich auch. Ebenso wäre es von Vorteil, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr findet hier schon hunderte von Tutorials und stetig werden es mehr. Übt diese Sequenzen mit bildender Ruhe und Lust. So macht der Aneignungsprozess jenseits von verschulten Nachkauen suboptimaler Techniken Spaß. Am Schluss noch ein paar Anmerkungen zur Thai-Massage. Diese faszinierende Form der Körperarbeit ist nicht nur im traditionellen Kontext herausragend. Die Thai-Massage, auch Nuat oder Thai-Yoga-Massage genannt, bietet vielfältige,
kreative Möglichkeiten der Weiterentwicklung, sei es in der Massage und Physiotherapie, der manuellen Therapie und Osteopathie, im Shiatsu oder der chinesischen Akupressur, in der Sport- oder Yogatherapie. Diese wunderbaren Möglichkeiten der Weiterentwicklung begleiten mich in meiner langjährigen Dozententätigkeit. Die Entfaltung therapeutischer Kreativität ist das übergeordnete Lernziel all meiner Lehrveranstaltungen. Wenn ihr Lust habt, mal eine Veranstaltung von mir zu besuchen, ich unterrichte in der Schweiz unter anderem bei den Trägern Bodyfeed, Akumax und beim Berufsverband der Masseure. Zudem biete ich Fort- und Weiterbildungen an renommierten Schulen in Österreich, in Deutschland, auf Mallorca und in Südtirol an. Zum Thema integrierte Thai-Massage in der Massage- und Physiotherapie, Osteopathie und manuellen Therapie, in der Sport- und Yogatherapie möchte ich besonders meinen sechstägigen Kurs bei Top Physio Mallorca empfehlen. Freilich üben wir dort auch am Strand. Die Termine meiner Fort- und Weiterbildungen findet ihr auf meiner Homepage www.relaxing-art.de. Falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr mich gerne anschreiben oder mich anrufen. Auch für Kritik und/oder Verbesserungsvorschläge bin ich offen. Übrigens, die Techniken, die ihr hier seht, sind Thema des nächsten Tutorials. Betreffs Rückenschmerzen empfehle ich neben dem von mir geschriebenen Fachbuch Praxis Thai-Massage mein zweites Fachbuch Manuelle Behandlungsstrategien gegen chronische Rückenschmerzen. Die Bücher findet ihr auch auf meiner Homepage. Ich wiederhole www.relaxing-art.de. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Üben.